Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Alweb Bestwin. Und ich habe hier eine blaue Windäther-Quest bei Sokles. Mal schauen, was du von uns willst. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine einzelne Quest ist oder eine Questreihe. Wir werden sehen. Willkommen in der Anagoresis. Mein Name ist Sokles. Hermes, der Leiter von Elpis, hat mir die Aufsicht in diesem Distrikt überlassen. Und du bist eine Seltenheit. Familiare mit Seele sieht man hier nicht oft. Ist das dein erster Besuch in der Anagoresis? Auf einem Botengang scheinst du nicht zu sein. Bist du hier, um dich in diesem Distrikt umzusehen? Dann solltest du dich an jemanden namens Carmion wenden. Sag ihr, dass ich dich geschickt habe und sie wird dich auf einen Rundgang mitnehmen. Na, das machen wir dann gleich, sobald wir Carmion gefunden haben. Da ist er oder sie auch schon. Eher eine Sie. Ja, was kann ich für dich tun? Ein Familiar, also verstehe. Und was für ein possierliches du doch bist. Erbiblein? Aber Zokles schickt dich zu mir? Oh nein, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich will dich ja herumführen und dir alles zeigen. Ich verstehe nur nicht, warum er gerade mir diese Aufgabe überlassen hat. Ich bin selbst noch gar nicht so lange in der Anagoresis und kenne mich überhaupt nicht aus. Bis vor kurzem war ich an einem Forschungsprojekt in der Academia Anyda beschäftigt. Ich bin mir sicher, dass es hier erfahrenere Leute gibt, die dich herumführen könnten. Aber gut, du hast es dir nicht ausgesucht. Also, dann will ich mein Bestes geben. Es kommt nicht oft vor, dass sich jemand so Faszinierendes wie du für meine Arbeit interessiert. Sag mir Bescheid, sobald du bereit für den Rundgang bist. So, ich bin bereit für den Rundgang. Bist du bereit? Ich glaube, es würde dir mehr bringen, wenn du dir ansiehst, welche Arbeiten wir hier in der Anagoresis vollbringen, anstatt dir von mir alles nur beschreiben und erklären zu lassen. Sprich doch meine Kollegen an und erkundige dich nach ihren Aufgaben. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wenn wir fertig sind, gehen wir zurück zu Sokles. So, ich bin mal ganz kurz. Okay. Jo, das bedeutet hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Keine Sprechblase. Aber wir müssen laufen, damit hier Camion hinterherkommt. So. Das sieht ja cool aus. Oh, Camion, wer ist denn deine Begleiterin? Asems Familiar? Du scheinst von hoher Intelligenz zu sein und einen starken Willen zu haben. Sehr gut, wundervoll. Ich würde dich gerne eingehend beobachten. Ah, entschuldige bitte. Familiare sind mein Spezialgebiet und bei einem so besonderen Exemplar kann ich mich vor Aufregung kaum beherrschen. Familiare ist es oft nicht erlaubt, die Welt nach ihrem Belieben zu durchstreifen. Doch haben sie doch ihre Aufträge zu erfüllen. Aber für unsere Beobachtung hier können wir eine Sondergenehmigung erhalten. Das Familiar muss dafür natürlich erst ordnungsgemäß registriert werden. Je nachdem, mit welchen Aufgaben ein Familiar betraut wird, kommt es mit anderen Lebewesen in Kontakt. Und in diesen Fällen werde dann ich hinzugezogen, um ihre Verträglichkeit zu überprüfen. Es ist meine Aufgabe, solche Familiare zu beobachten und ihre Kompatibilität zu beurteilen. Da fällt mir ein, wenn ich die Erlaubnis von Asim erhalten würde, könnte ich dich auch beobachten. Oh, wir müssen jetzt wirklich weiter. Elveblein, kommst du? Elveblein. Naja. Okay, weiter geht's. Da hinten ist jemand. Paramonos. Okay. Beobachte
beobachtet ihr diese Schmetterlinge? Hm? Das ist ja mal ein ungewöhnlicher Besuch. Bist du ein Familiar? Sokles hat mich gebeten, Elveblein die Anagorisis zu zeigen. Verstehe. Dann seid aber vorsichtig und kommt den Kolossen nicht zu nahe. Ich bin für die Beobachtung dieser mächtigen Kreaturen an der Spitze des Ökosystems zuständig und weiß, wie gefährlich sie werden können. Ihr solltet mal eines der Exemplare auf einer der abgelegenen Inseln besehen. Selbst wir müssen gut aufpassen, um nicht von ihnen verletzt zu werden. Und für einen Familiar, der vor magischer Energie nur so strotzt wie du, ist die Sache noch gefährlicher. Danke für die Warnung. Wir werden uns vorsehen. Okay. Dann muss ich noch mit einem weiteren Menschen oder Person oder was auch immer sprechen. Einem weiteren, ja eigentlich sind es einem weiteren Aschen. Das sind ja alles Aschens im Grunde genommen. Hallo Kamion, was gibt es? Sokles hat mir aufgetragen, dieses Familiar hierzu herumzuführen. Ich wollte ihr unsere Arbeit zeigen. Verstehe. Gut, dann will ich gerne erklären, was ich hier mache. Unsere Kreationen sind mannigfaltig, aber ich kümmere mich vor allem um die Beobachtung von Pflanzen. Egal ob Therophyte oder Blume oder Bäume, die hunderte von Jahren alt werden. Ich beobachte ihren ganzen Lebenszyklus. Das erfordert viel Geduld. Pflanzen sind in der Lage, einen Lebensraum grundlegend zu verändern und in ihrer Funktion als Nahrungsquelle haben sie einen großen Einfluss auf die lokale Tierwelt. Hat das einen angemessenen Einblick in meine Arbeit geben können? Ja, vielen Dank, Blaste. Wir haben viel über die Arbeit der Beobachter hier erfahren. Lass uns zu Sokles zurückkehren und um ihm davon zu berichten. Okay, Sokles stand da hinten irgendwo. Ich glaube, hier da die Treppe rauf. Genau, da sehe ich schon das Symbol. Da seid ihr wieder. Habt ihr euch alles angesehen? Fast. Wir haben mit allen Verantwortlichen der einzelnen Bereiche der Anagorisis gesprochen, aber ich wollte den Rundgang dort beenden, wo wir ihn begonnen haben. Bei dir, Sokles. Ich verstehe. Und wie war dein Eindruck von allem? Alle arbeiten mit so viel Leidenschaft. Dieses Gefühl hat sich auch in deinen Augen wiedergespiegelt. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich hatte etwas Sorge, ob ich die Richtige für die Aufgabe bin. Aber ich bin froh, dass du dich nicht gelangweilt hast. Ich muss sagen, deine Aufnahmefähigkeit und dein Denkvermögen beeindrucken mich, Elbib. Da zeigt sich die Seele, die ich von Anfang an in dir gespürt habe. Wurdest du vielleicht erschaffen, um die Leute in deiner Nähe zu inspirieren? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Azem ein solches Familiar in die Welt setzen würde. Mein Interesse für dich ist geweckt, Elveblein. Ich würde gerne mehr über dich und deine Gedanken erfahren. Ich auch. Du besitzt nicht nur eine Seele, nein, du bist zudem das Familiar Azems. Bitte bleib doch noch etwas hier, damit wir mehr über dich lernen können. Also gut, es geht weiter. Da ist ja unsere geschätzte Besucherin wieder. Bei einem so seltenen Familiar wie dir schlägt das Beobachterherz höher. Wir würden so gerne mehr über dich erfahren. Genau. Wir sind sehr daran interessiert, wie du die Welt und die Dinge in ihnen siehst. Wenn es dir recht ist, würde Kamion dir dafür noch mehr von unserer Einrichtung zeigen.
Ich würde auch gerne mehr über euch lernen. Du sollst so viel über uns erfahren, wie es dir beliebt. Danke für dein aufrichtiges Interesse. Sokles, wo soll ich deiner Meinung nach am besten anfangen? Oh, an jedem Ort, der dir das Gefühl gibt, dir einen tieferen Einblick in die Gedanken von Elbe zu gewähren. Verstehe. Elbeblein, warum zeige ich dir nicht zuerst die Familiare im Süden der Anagorisis? Okay. Dann gehen wir in den Süden der Anagorisis. Auch hier nicht weit. Ich muss nach draußen. Okay. Dieses Exemplar hier hat noch keinen Namen. Wir nennen ihn Elpisvogel. Eine wunderschöne, gigantische Kreatur, aber was siehst du? Ein Reittier? Ein ebenbürtigen Gegner? Ich habe das Gefühl, ihn schon mal irgendwo gesehen haben. Ich sehe ein Reittier. Was für eine faszinierende Aussage. Wie du siehst, kann dieser Vogel nicht fliegen. Aber als Reittier könnte er diesen Mangel natürlich problemlos ausgleichen. Was für eine revolutionäre Sichtweise. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du bist wirklich ein Familiar, wie mir noch nie eines untergekommen ist. Dann lass uns mal weiter Richtung Süden gehen. Dort gibt es eine sehr interessante Einrichtung. So, da sind wir, Kamio. Was willst du uns zeigen? In dem Gebäude dort versammeln sich unsere Forscher, die versuchen, neue Kreaturen durch die Kreuzung existierender zu schaffen, ganz ohne jegliche Schöpfungsmagie. Dabei entstehen Wesen, die man sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. In meinen Augen ist diese Art der Forschung allerdings nur eine egoistische Befriedigung ihrer Neugier. Unsere Aufgabe ist es, Aetheris stetig zu verbessern. Daher sollten wir uns von Methoden fernhalten, deren Ergebnis so unvorhersehbar ist wie die ihren. Braucht es denn wirklich nur vollkommene Dinge? Vielleicht erschaffen sie durch Zufall etwas, das alle Vorstellungen übersteigt. Braucht es denn wirklich nur vollkommene Dinge? Stört dich das? Ist der Ausdruck deiner Befürchtung, für nicht vollkommen bewertet zu werden? So habe ich das noch nicht gesehen. Ich danke dir für deine Antwort. Du hast meinen Horizont als Beobachter erweitert. Du bist bestimmt reichlich erschöpft, nachdem wir so viel gelaufen sind. Dann will ich dir zum Schluss Lethes Gruß zeigen. Viele Beobachter ziehen sich gerne für einen Moment der Ruhe und Stille dorthin zurück. Willkommen in unserer kleinen Oase. Nachher zeige ich dir alles noch genauer. Jetzt wollen wir uns kurz ausruhen. Dürfte ich dir vorher allerdings noch eine Frage stellen? Was denkst du über uns? Mich interessiert so sehr, was Familiare von uns halten. Ich glaube, wir sind gar nicht so verschieden.
Ja, da hast du vermutlich recht. Du bist uns näher als jedes Familiar, das mir jemals begegnet ist. Ich würde dir gern noch mehr Fragen stellen, aber zuerst sollten wir uns wirklich etwas ausruhen. Meine Beine haben die Pause bitter nötig. So. Ja, sag bloß, das ist jetzt schon wieder... nervt. So, und jetzt kann man das anlegen. Okay. Wow. Okay, also weiter geht's mit Charmion. Erholung ist wichtig, Elveblein. Man muss seinen Körper und Geist Ruhe gönnen. Nur dann kann man auch die beste Leistung bringen, zu der man fähig ist. Wir Beobachter muntern uns oft gegenseitig dazu, hier an diesem Ort ein erholsames Nickerchen zu halten und die köstlichen Früchte zu verspeisen, die wir anbauen. Natürlich können wir uns mit Hilfe der Schöpfungsmagie auch selbst Früchte erschaffen. Aber der Geschmack eines an einem Baum mit tiefen Wurzeln gewachsenen Obstes hat etwas Beruhigendes und Erdendes an sich. Welche Nahrung nimmst du eigentlich zu dir, Elveblein? Erhältst du Äther von Asem? Dann müssen wir dir Äther zuführen, damit du dich nicht auflöst. Den Rundgang können wir nachher fortsetzen. Würde es dir etwas ausmachen, im Osten der Anagorisis nach Archestratos Blumen zu suchen und sie dann zu Sokles zu bringen? Ich bereite alles andere vor. Ah, so geht's. Suchen wir Blumen. So, und dann die nächste Blume, die ist da hinten gleich. Okay, irgendwo muss hier noch eine sein, eine dritte. Da sehe ich sie schon. Ja gut, ich werde mal killen müssen. So, dann haben wir hier noch eine Blume und es geht zurück. Ich habe alles von Charmion gehört. Hast du die Archestratos-Blume dabei? Ja, habe ich. Wunderbar, das ist genug. Zusammen mit den Früchten, die Charmion gesammelt hat, ergebe sich das perfekte Getränk, um dich mit Äther zu versorgen. Gib mir einen Moment. Hier bitte, ein Glas Anagorisis-Nektar, frisch gepresst. Lass mich wissen, wie er dir schmeckt. Also gut, das trinken wir dann auch gleich.
Ein komplexer und zugleich herrlicher Geschmack breitet sich auf deiner Zunge aus. Du scheinst unsere Nahrung problemlos zu vertragen. Vor der Auflösung hast du nicht gerade gestanden, aber ein Familiar muss regelmäßig Äther zu sich nehmen. Camion hat sich wirklich um dich gesorgt. Unter uns, es würde sie ungemein freuen, wenn du selbst noch ein paar Worte mit ihr wechseln würdest. Du siehst viel besser aus, Elbeblein. Sokles weiß einfach, wie man eine gute ätherische Nahrung anfertigt. Aber zu mehr als zur Ernteaufnahme sollte Nahrung meiner Meinung nach auch nicht dienen. Niemand sollte mehr Lebewesen töten als absolut nötig, nur weil er sich der Völlerei hingeben möchte. Das widerspricht den Gesetzen der Natur. Sokles hingegen hat die Kunst perfektioniert, mit wenigen und jedoch erlesenen Zutaten den höchstmöglichen Äthergehalt zu erreichen und den Geschmack dabei nicht zu vernachlässigen. Also, Camion, versuchst du etwa, mich mit Schmeicheleien dazu zu bringen, dir auch einen Saft zuzubereiten? Sowas würde ich nie wagen. Wir wissen jetzt so viel mehr über dich, Elbeblein, aber eine Frage ist bisher offen geblieben. Was genau ist deine Bestimmung? Jeder von uns hat eine Aufgabe in dem Bestreben, diesen Planeten mit wunderbaren Dingen anzufüllen, um aus ihm einen paradiesischen Ort zu machen. Auch Familiare existieren aus einem ganz bestimmten Grund und ich frage mich, mit welcher Aufgabe man dich in die Welt entsandt hat. Camion, wer fragen will, muss selbst auch Antworten geben. Wieso erzählen wir Elbeblein nicht erst, was unsere jeweilige Bestimmung ist? Sicher, du hast ganz recht, ich war wohl etwas voreilig. Wo fange ich am besten an? Nun, grob gesagt, sammeln wir alles Wissen, das es über unsere Vorfahren und die Schöpfungsmagie gibt und wählen dann den Pfad, der uns am meisten interessiert und zu unseren Stärken passt. Hier in der Anagorisis ist Sokles und meine Bestimmung. Weißt du was? Es ist viel besser, wenn ich es dir einfach zeige. Würdest du mich bitte im Nordwesten der Anagorisis treffen? Hier befinden sich die Aufzeichnungen zur Verwaltung der Anagorisis. Sieh sie dir gerne an. Sie geben dir sicher einen guten Einblick darin, was wir als unsere Bestimmung verstehen. Mir liegt dieser Ort nicht wirklich. Ich werde daher draußen auf dich warten. Es scheint sich um Aufzeichen zur Beobachtung zu handeln. Auf diesem Buch steht der Name von Sokles. Du blätterst durch eines der Bücher, auf dessen Einband Sokles Name steht. Es gibt ein Problem mit dem unter Beobachtung stehenden Hippocamp. Er hat einen ausgeprägten Instinkt zur Verteidigung und nutzt seine Wassermagie, um sich uns zu entziehen. Bereits 4 Beobachter wurden schwer verletzt, als sie sich seinem Gebiet näherten. Wir haben die gegenwärtige Situation als problematisch eingestuft und Bericht an Lahabreas Worte erstattet, die uns ursprünglich um die Beobachtung gebeten hatten. Wir werden einen kleineren, weniger aggressiven Hippe zur Beobachtung vorschlagen. Es handelt sich um eine schriftliche Aufzeichnung einer Beobachtung. Sie ist in einer anderen Handschrift als die von Sokles verfasst. Okay. Ach, wir sind wieder zurück.
Ach, da ist kaum mehr. Erlbeblein, hast du dir die Aufzeichnungen angesehen? Sokles führt Aufzeichnungen zu allen Lebewesen hier. Er achtet dabei nicht nur auf die vorgegebenen Kategorien, sondern auch auf das, was ihm sonst so auffällt und was er dabei fühlt. Es gibt da etwas, das ich dir bisher noch nicht erzählt habe. Ich bin hier, um Sokles abzulösen. Unser bei beider Bestimmung ist es, die Anagoresis am Laufen zu halten. Aber ich glaube nicht, dass ich für diese Aufgabe jemals so geeignet sein werde, wie Sokles es ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Bestimmung derzeit gut erfülle. Hinter meiner Frage nach deiner Bestimmung hat sich eigentlich nur meine eigene Unsicherheit versteckt. Entschuldige bitte. Du tust, was du tun kannst. Mehr verlangt niemand von dir. Sokles? Du bist gerade erst hier angekommen. Und trotzdem hast du Erlbeblein zuverlässig durch die Anagoresis geführt und bewiesen, welch großes Wissen du dir bereits angeeignet hast. In dir steckt mehr, als du dir selbst zutraust. Außerdem möchte ich nicht, dass du mir einfach nur nacheiferst, denn dann könnte ich auch hier verweilen und die Arbeit selbst fortführen. Der Grund, warum ich einen Nachfolger für mich suche, ist, dass ich denke, dass Vielfalt der Schlüssel auf dem Weg ist, die Anagoresis zur bestmöglichen Version ihrer selbst zu machen. Dich zu meiner Nachfolgerin zu machen, ist meine letzte Bestimmung, Camion. Tue du im Gegensatz dein Bestes, um mir den Weg zurück zum Planeten zu weisen. Das werde ich, versprochen. Aber ich habe noch viel von dir zu lernen. Noch kann ich dich also nicht zum Planeten zurückkehren lassen. Erlbeblein, dank dir habe ich an Selbstbewusstsein gewonnen. Ich stehe in deiner Schuld. Auch ich möchte dir dafür danken, dass du so viel Zeit mit uns verbracht hast und so viel gelehrt hast. Bitte besuche uns jederzeit wieder. Oh, interessant. Das Bild eben. Ah, was sieht man das von hier aus? Da hinten, der lila Baum. Das könnte ein Konzept sein, das später dann in Lakeland, also im Seenland, im ersten Splitter. Deswegen ist da dieser lila Baum. Das fällt mir jetzt gerade auf, so. Hey! Cooles Detail. Dass sie hier diesen lila Baum haben, um was halt einfach auch die Bäume in Seenland erklärt. Ah, okay. Gut, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.